Hallo und willkommen zu einem neuen Flohmarkt Pickup Video. Ja, ich und mein Bruder waren wieder unterwegs und ihr wundert euch, warum das Spiel da steht und ich es hier jetzt stehen habe, obwohl es ja, vor zwei Flohmärkten schon mal zu sehen war. Ja, warum? Das erfahrt ihr gleich. Im Rückblick gesagt, das Spiel hatte mein Bruder auf einem Flohmarkt gefunden, wo ich nicht da war. Ich war zu dem Zeitpunkt auf der Gamescom und ja, beim Videodreh sozusagen, wo ich euch gezeigt habe, was dabei ist, hatten wir festgestellt, dass in diesem Spiel oder das mein Bruder gekauft hat, von den Figuren, die jetzt hier stehen, es gibt insgesamt 6 Metallfiguren, nur 4 dabei sind und einer war doppelt. Ja. Das hatte mein Bruder auch ein bisschen dann geärgert, weil er hatte 25 Euro dafür bezahlt. Und ja, das gab es fast schon für 30, 35 Euro kann man das neuwertig kriegen schon. Vollständig natürlich. Ja, also was haben wir gemacht? Wir waren letzte Woche bei einem Flohmarkt, wo mein Bruder das Gefühl hatte, diese Verkäuferin wird auch da verkaufen. Also hatten wir sicherheitshalber das Spiel, was er gekauft hat, mit eingepackt. Und sie war da und ja, wir haben es zurückgegeben. Wir haben dann auch den kompletten Betrag von 25 Euro zugehalten. Sie haben sich natürlich gewundert und wir haben es doch kontrolliert. Und ja, aber die Figuren fehlten halt. Das waren die Hauptfiguren. Gerade die, die hier beworben sind, die fehlten. Ja, gut. Und damit war ich es eigentlich wieder los und dachte, okay, wir müssen weiter suchen. Nein, lange mussten wir nicht suchen. Jetzt waren mein Bruder und ich wieder auf dem Flohmarkt und zwar einer unserer Lieblingsflohmärkte. Der ist eigentlich 10 Minuten von uns entfernt. Also ist wirklich eigentlich im Nachbarort, kann man fast sagen. Der ist etwa 4-mal im Jahr auf einem großen Parkplatz in der Nähe von der vom Bahnhof. Ja, und das, was diesen Flohmarkt auszeichnet, ist eigentlich, dass fast nur Privatleute da sind und sehr viel Trödel. Und die Privatleute haben natürlich mal mehr Sachen dabei, wie Games, Filme und so weiter und mal mehr Trödel. Aber es ist eben halt auch alter Trödel, alte Sachen. Dadurch findet man mal hier und da ältere Schätze. Wir haben in der Vergangenheit auch viele coole Sachen da gefunden. Auch jetzt gerade im Sommer, oder jetzt, wir haben ja noch sommerliche Verhältnisse, war auch ein Bereich extra für Kinder da, wo viele Kinder dann ihre Spielzeuge angeboten haben, die durften da auch umsonst stehen, während natürlich die Erwachsenen etwas Kleines zahlen mussten. Ja, wobei man mal sagen muss, dass eben halt, wenn die Kinder da stehen, ist das natürlich aktueller Kram, also 99% davon. Hier und da mal was von den Eltern an alten Toys, aber das ist selten, das ist wirklich selten. Naja, wie dem auch sei, wir waren da und haben gestöbert und das war zwar nicht der erste Fund, aber dann hatte ein Verkäufer da, der eigentlich auch immer regelmäßig da ist, also ich weiß nicht, der verkauft wohl nur da seinen Trödel, der nur Monopoly-Spiele hatte. Ja, und da war das dazwischen. Ich sag mal, Bruder, guck mal, da ist das. Haben wir kontrolliert, ist auch vollständig. Und was haben wir bezahlt? 13 Euro gegenüber 25. Top. Und das ist auch Top-Zustand. Hier oben ganz leicht eingerissen in der Ecke, also das kann ich euch hier zeigen, da ganz leicht mit Tesafilm geflickt. Das war's aber auch. Ansonsten ist der Zustand sogar, sagte mein Bruder, im Vergleich, abgesehen von dieser Sache, besser als das, was wir vorher hatten. Es ist vollständig, denn ich blende euch jetzt hier ein. Die 6 Figuren, die Hauptfiguren, sind alle dabei. Top, besser geht's nicht. Und ja, wir waren glücklich sozusagen. Aber zu diesem Flohmarkt muss ich aber auch sagen, es ist einfach so, dass nicht immer findet man das, was man sucht. Also Games, muss ich zugeben, habe ich mal welche hier, aber auch sehr wenig. Diesmal waren nicht wirklich viele da, die Games hatten. Es waren aber auch 1-2 echt extreme Jäger da unterwegs, die vielleicht schon die Games vor uns abgegrast haben. Bei einem haben wir das gerade miterlebt. Die hatte nur die Tüte hingestellt, dann kam sofort der an, hat sich alles gekrallt. Da war aber nichts dabei, was jetzt für uns interessant war. Eine Menge PS4-Spiele, so Need for Speed war da eins, Assassin's Creed, ich weiß jetzt aber auch nicht welches genau, Overwatch. Das war es aber auch. Später habe ich da noch geguckt, da waren noch 1-2 FIFAs übrig geblieben. Klar, die werden nicht mitgenommen, die bleiben meistens immer liegen. Aber gut, ansonsten war das halt ein sehr kunterbunter Flohmarkt und ich glaube,
Das macht diesen Flohmarkt auch immer richtig wunderbar aus. Ich fange mal an mit ein paar Kuriositäten, die ich gefunden habe. Neben diesem Schnapper natürlich dann im Vergleich zu dem letzten Mal. Habe ich etwas mitgenommen, was ich da schon beim letzten Mal liegen sehen habe. Und das, was runtergefallen ist, gerade zeige ich euch auch gleich. Ist aber nicht, geht aber nicht kaputt. Ich habe eine Pressemappe gefunden zu dem Film Das fünfte Element. Der hatte mehrere Filme dabei. Das war jetzt der das mich eben halt gereizt hat. Hier stand 65 Euro drauf. Das habe ich natürlich nicht bezahlt. Ich bin ja auch ein Pressegänger. Ich habe die Sachen immer ganz gerne auch gesammelt. Immer dann, wenn ich auch, weil ich darüber auch geschrieben habe in der Vergangenheit. Und dann hatte man eben halt diese Sachen bekommen. Und früher, wenn du die Filme in der Kinopresse gesehen hast, das heißt, da ist man eingeladen worden in einem Kino, muss man natürlich nicht einfach so konnte man reingehen, das ist meistens vormittags gewesen. Man wird eingeladen, man trägt sich auch in Listen ein, also so kommen Fremde da gar nicht erst rein. Und entweder vor dem Film oder nach dem Film gab es sogenannte Pressehefte. Das sind Informationen, Inhaltsangabe, wer sind die Schauspieler, Produktionsnotizen, wer sind die Macher hinterm Film? Und manchmal sind diese Pressehefte wie dieses hier wunderschön aufgemacht. Hier habt ihr Das fünfte Element. Richtig cool. Richtig cool aufgemacht. Und das konnte man aufklappen. Na. Hier sehen wir einen dieser Steine und hier seht ihr Bruce Willis. Der Film lief gerade im Fernsehen, glaube ich. Sogar habe ich meinen Bruder und ich haben da fast wieder hängen geblieben. Und hier sind sozusagen die einzelnen. Das eigentliche Presse liegt dann da drin. Und hier könnt ihr sehen, die vier Steine, um die es ja ging, mit den vier Fähigkeiten. Das ist so ein Umschuber, richtig cool. Ich muss mal zur Seite kurz legen. Und dann haben wir hier das eigentliche Presseheft, auch mit Bruce Willis drauf. Hier nochmal auch eine Gestalt. Ich decke jetzt hier die Presseinformationen, die Daten ab, weil hier stehen natürlich auch die Kontaktdaten drin. Und dann hier, 28. August 97, sind die dann im Kino gewesen. Und dann hat man hier sozusagen über die Spezialeffekte mit Bildern und so weiter. Das ist richtig schön, das ist gebunden. Ich muss also aufpassen, das ist hier so ein Klebebund, dass ich das nicht kaputt mache. Hier auch die dessen von dem Flugzeug, richtig cool, ein Interview mit dem Designer. Ja, und dann haben sie hier zum Beispiel die Schauspieler aufgemacht. Hier haben wir noch Mila Jovovich. Das war noch bevor sie Resident Evil und so weiter gedreht hat. Hier war sie zu sehen, eben halt als Lilu, und sie hat eben halt dann gemodelt, und hier stehen dann die ersten Filme, wo sie mitgemacht hat, wie eben Two Moon Junction, dann Rückkehr zur Blauen Lagune, das war eben halt das berühmte Cuffs, ein Kerl zum Schießen, das ist eine nette Komödie mit Christian Slater, Chaplin, das geht um Charles Chaplin, Dazed and Confused, den habe ich jetzt nicht gesehen im Film, und Das fünfte Element, und dann kam später John the Ark und eben die Resident Evil Serie. Richtig cool. So, und dieses Presseheft, das hat mich, wie gesagt, 15 Euro gekostet. So, ich muss richtig zusammenlegen. Also der Film ist auch mega, also das ist Wahnsinn. So, wie gesagt, das Presseheft gab es, dieses schöne. Und dazu gab es noch 12 Dias. Dias, das war, ja, das sind sozusagen andere Art von Fotomaterial. Ich zeige euch das hier einmal ganz kurz. Das sind wirklich Motive aus dem Film. Ich versuche auch ein Foto dazu zu machen, dass ich euch das kurz mal einblenden kann. Diese Fotos wurden dann benutzt im Layout. Mithilfe dieser Fotos wurden dann sozusagen die Bilder in der Zeitschrift sozusagen abgebildet. Ja, und Dias, ich habe eine ganze Menge. Früher habe ich die bekommen. Heutzutage wird natürlich alles digital gemacht. Es gibt das alles auf Servern und du kriegst noch Digitalmaterial. Auch inzwischen gibt es leider keine Pressehefte mehr. Das ist selten geworden. Früher waren das echt schöne Sachen. Ich habe auch auf meinem Kanal, hier müsst ihr mal gucken, ich habe zwei Videos auf jeden Fall gemacht. Einmal zu Scream und einmal zu Tomb Raider, wo ich diese Pressehefte durchblättere. Schaut mal rein, dann könnt ihr sehen, wie sie so aufgebaut sind. Ich habe natürlich nur die schönen durchgeblättert. Denn es gibt auch sehr einfache gehaltene. Oder man kriegt nur eine Fotokopie mit Ausdruck. Deswegen
ist sowas hier schon was Besonderes. Und wie gesagt, dann war mir dann auch durch die Dias die 15 Euro das wert. Ja, richtig schön. Und dann gehe ich einfach mal weiter zu dem, was jetzt einerseits runtergefallen ist. Denn ich habe da am Stand daneben von dem dessen Kollegen eine Figur gesehen. Und zwar diese hier, Donald Duck aus DuckTales. Hier sind wir sehen, das ist auch echt vintage, das ist alt. Von der ersten DuckTales-Serie. Hier steht jetzt zwar kein Datum, aber es ist offizielles Merchandise. Fand ich auch richtig cool. Ich habe versucht hier auf das zu sehen, aber damals schrieb man nicht unbedingt immer das Datum, nur das Copyright. Ich gucke gerade, hier unten sehe ich gerade so ein Etikett, aber hier steht auch noch Copyright bei Disney. Ist aber auch 90er, also es ist wirklich alt. Naja, und was wollte man dafür haben? Ja, 2 Euro. Und dann habe ich gesagt, den nehme ich mit. Und da lag noch ein zweiter. So, der ist jetzt nur ein bisschen zusammengestaucht. Das sind diese mit so einem Gumminopfen, die man sozusagen an die Decke oder Wand hängt oder Glasfenster hängen kann. Aber nochmal, eben halt sealed in einem richtig schönen Zustand. Ja, ich habe 3 Euro für beide bezahlt und ich denke mal, da habe ich nichts viel verkehrt gemacht. Schöne Sammelstücke. Das eine wird mich aber verlassen, denn das wird ein Geburtstagsgeschenk sein für den lieben Flo. Der wird auf der Toyplosion wird er eben halt sein. Und wenn ihr dieses Video seht, das ist geplant, dass das genau am Tag, zweiten Tag der Toyplosion sozusagen veröffentlicht wird. Und sozusagen hat er das Geschenk dann bekommen. Ja, und deswegen kann er das noch nicht vorab sehen, dass ich das für ihn bekommen habe. Weil er ist ein großer DuckTales-Fan und Sammler und ja, dann hat man eine schöne Kleinigkeit eben halt für ihn. Genau, so mit Kleinigkeiten gehe ich am besten auch weiter. Ich greife jetzt mal ein bisschen Merchandise vor. Ich habe bei einem Stand, da habe ich 2 Sachen gefunden beim Gucken, so ein bisschen gimmickmäßig. Und zwar von McDonald's, da habe ich 50 Cent für bezahlt, gab es ja mal diese Sonic-Fahrzeuge. Ich habe schon mal ein paar auf dem Flohmarkt gefunden, 1, 2 Sachen. Hier war es jetzt in der Verpackung noch, das muss man also noch zusammenbauen, deswegen habe ich das jetzt hier einzeln liegen. Und den Sonic hatte ich noch nicht und für 50 Cent nehme ich das gerne mit als Game-Begeisterter. Also es gibt die Plastikreifen, die sind hier schon eingepackt. Dann gibt es den Sonic. Der steht ja hier auf seinem Fahrzeug und es ist dann so durchgesteckt. Dann habe ich so ein Art Skateboard auf Rollen, ein großes Skateboard, ja, ist es. Und dann sind hier nochmal Sticker drauf und das fand ich richtig cool. Hier ist das, wie es zusammengebaut wird und hier haben wir einen Stickerbogen. Richtig cool. Da gibt es halt verschiedene Charaktere auch. Knuckles und es gibt Shadow und so weiter. Na, wie gesagt, für 50 Cent habe ich gedacht, das nimmst du gerne mal mit, dann hast du auch das nochmal. Und unterm Tisch sah ich dann, oder sah mein Bruder dann, guck mal, da liegt was zu Pikmin 4. Das ist ein Werbeheft, mein Hausaufgabenheft. Zwar von 24, aber richtig cool. Also ist eigentlich nur ein Werbeheft, aber eben halt im Pikmin-Style, so ein bisschen Comic drin und Rätsel und so ein bisschen, aber hier könnte man sozusagen seine Hausaufgaben täglich eintragen, welche Hausaufgaben man in der Schule hat. Ja, das ist halt ein Gratisheft, das war ein Werbeteil, ja, wie dem auch sei. Als Merchandise-Sammler ist das was richtig Witziges und da lag ein ganzer Stapel. Also hier habe ich 2, 4, 6, 8, 9, 10 Hefte. Ja. Und die habe ich alle umsonst gekriegt, die hat man mir geschenkt. Sie war froh, die Dame, dass sie nicht kiloweise mehr was nach Hause schleppen musste. Mein Bruder hat da noch 3 Bücher gekauft, die zeige ich euch gleich. Also in dem Sinne, ja, schönes Werbeutensil. Ich gebe da auch einen Teil davon weiter. Also da kriegt jetzt der liebe Manuel von Sammlerschutzhöhlen. Ich grüße dich an dieser Stelle. Mit dem tausche ich ja immer viel aus im Merchandise-Bereich, auch wenn wir was gegenseitig haben. Und das bekommt er auch und der freut sich auch schon. Ja. So, und jetzt geht's weiter mit Comics und Manga erstmal, bevor ich gleich zu Büchern komme. 3-mal gab es Disney-Bücher und zwar von dem Ultimate Phantomias. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und mein Bruder hat dafür, glaube ich, 3 Euro bezahlt, also je 1 Euro.
Da kann man dann auch gar nichts zu sagen. Wunderbar, das macht Spaß. So, das Teil war etwas teurer. Es ist noch sealed. Und zwar ist das eine Hardcover im Shuba-Version eines großen Mangas von Joichi Manabe, und zwar Dracoon. Es ist noch sealed, kostet normalerweise um die 70, 80 Euro und er hat das jetzt für weniger. Ich soll da nicht die Summe nennen, aber er hat da etwas weniger bezahlt, also wesentlich weniger als die Hälfte. Und ja, da freut er sich, weil er hatte das schon mal im Softcover und das ist gebrochen, weil es ist zu dick zum Lesen. Du kannst das nicht halten, ohne dass es kaputt geht. Und das ist schade bei so gerade Sachen. Ich finde, manche Dicken, gerade bei Comics, da gibt es Grenzen und die sollte man auch einhalten. Dann lieber mehr das in 3-4 Bände teilen oder so. Das ist dann optimaler. Genau. So, das ist auch eben halt ein schöner Fund, weil so oft hatte man das eben halt, oder das findet man selten. Und dann auch eben halt zu diesem Kurs, kann man sagen. So, weiter gibt's mit Büchern. Wie ich sagte, ja, bei dem Stand von da, wo ich jetzt hier die Werbesachen hier wie von Pikmin und so gefunden habe, hat mein Bruder 3 Bücher gefunden. Und zwar von Janie Cross, Fantasy-Bücher. Er hat gesagt, okay, komm, es sind sowieso 3 Bücher erschienen. Ich gucke gerade, dass ich die richtigen in der richtigen Reihenfolge auf. Das scheint Band 1 zu sein. Ja, so ist es die Reihenfolge. Also, hier nochmal. Die Drachentempel-Saga von Heine von Janie Cross auf dunklen Schwingen. Hier haben wir Band 1. Band 2 im Bann des Feuers. Ich hoffe, es ist richtig. Ich habe jetzt das mich orientiert an der Rückseite, wie die Bilder aufgelistet sind da, oder aufgezählt sind. Und Janie Cross, das Gift der Drachen. Nur schöne Wälzer, könnt ihr sagen. Und ja, mal gespannt. Er hat da Interesse dran bekundet, das einfach mal so zu lesen. Und warum nicht? Kann man ja machen. So, dann für 1 Euro mitgenommen. Das haben wir durch Zufall bei einer zweiten Runde noch Teil des Flohmarkts nochmal angeguckt, weil am Anfang nicht alles aufgebaut war. Haben wir nochmal geguckt und da haben wir in der Kiste von Büchern noch ein interessantes klassisches Buch gefunden, und zwar von Steve Jackson und Ian Livingstone. Das große Fantasy-Abenteuer-Spielbuch Nummer 2, in einem sehr schönen Zustand, bisschen angegilbt, aber das war es auch sonst top. Und das ist ein Rollenspielbuch. Das heißt, man hopft zwischen den Seiten und so weiter, weil das alles nach Nummern geht. Das ist im Endeffekt so ein bisschen, man muss sich teilweise auswürfeln oder hier eben Entscheidungen treffen, wo gehe ich hin, Ostwand, Nordwand, Westwand, und dann hast du, je nachdem, musst du auf eine andere Seite oder andere Nummer für dieses Abenteuer gehen. Ja, also richtig interessant, sind 3 Bände drin, 3 Geschichten, und findet man auch nicht alle Tage. Richtig schön. Ja, dann gab es das letzte Buch, was wir gefunden haben, das habe ich entdeckt. Aber mein Bruder hat sich gefreut, weil man sieht diese Bücher auch seltener, von Panini Books aus dem Star Wars Universum, The Old Republic. Richtig cool mit Darth Revan. Und das ist jetzt das Band, der Band Betrogen von Paul S. Kemp. Ja, Star Wars, und das sind schon etwas seltenere Bücher, die sind halt zu dem Computerspiel. Und ja, das gab es für auch 1 Euro. Nee, das stimmt nicht. Für 2 Euro gab es das. 3 wollte man erst, also auf 2 runtergehandelt. Gut, dann gab es einen kleinen Soundtrack, den habe ich gekauft für 2 Euro. Da lagen noch ein paar andere interessante Sachen, weil der hatte sehr viel alte Sachen, waren aber teilweise teuer und das war mir dann ein bisschen zu viel. Und ich habe mir dann auch gesehen, hier in einem sehr guten Zustand, die Maxi-CD von Spiel mir das Lied vom Tod. Ich habe auch einen großen Soundtrack schon mal gefunden. Nicht so viel, aber hier in sehr schönem Zustand. Habe ich, wie gesagt, für 2 Euro. Allein wegen dem Artwork finde ich das Hammer. Und hier und da lasse ich mal solche LPs oder Maxi-LPs dann auch gerne mit nach Hause begleiten. So. Jetzt gibt es noch 3 Kleinigkeiten, dann sind wir auch durch für den Flohmarkt. Ich sage ja gerade, das wird gar nicht so viel. So, dann habe ich einen Film mitgenommen, eigentlich nur wegen einer Kleinigkeit. Es gab für 1 Euro übrigens nur. Ich habe ihn in meiner Sammlung auch auf Blu-ray und ich glaube auch auf DVD. Aber in dieser Edition habe ich Tomb Raider mitgenommen. Den ersten von mit Lara Croft und Angelina Jolie. Denn es steht hier inklusive Kinogutschein. Lara Croft, die Wiege des Lebens. Denn neben
dem Film und dem Booklet ist dieser Kinogutschein dabei. Und das ist einfach nur nerdiger Stuff, dass man dieses Utensil jetzt auch hat und für die Gaming-Sammlung, ja, man ist verrückt. Ihr denkt es in dem Moment, aber habe ich mir deswegen mitgenommen. Es war ein Zufall und dann habe ich für einen Euro, sage ich dann auch nicht so, nein. Ja, und dann kommen jetzt nur noch die Computerspiele und das sind zwei Stück, die ich gekauft habe sogar. Eins ist eigentlich nicht direkt spielbar, aber als Edition trotzdem gut für die Sammlung. Beide Spiele haben mich 2 Euro das Stück gekostet. Man fragte mich, was ich bezahlen würde und ich sagte fair einfach 2 Euro. Das erste Spiel ist etwas moderner, aber eben halt über eine Steam-Aktivierung eben halt nur möglich zu spielen. Das heißt, im Endeffekt, kann ich es auch digital kaufen, ist nicht mehr teuer. Und ich habe jetzt aber trotzdem eine schöne kleine Edition. Ich habe es auch als Big Box für PC mal gefunden, aber ist bei mir noch sealed. Oder aber gekauft damals. Denn es handelt sich um Leisa Suit Larry Red Dreams Don't Cry. Don't Dry. Ist halt eine leichte Erotik-Komödienspiel. Larry Laffer ist halt eine Kultfigur. Ist von einem deutschen Studio eine neue Geschichte, Fortsetzung. Die haben sich die Rechte geholt und schön abgedreht. Da gibt es 2 Teile. Ne? Red Dreams Don't Dry Twice ist die Fortsetzung. Naja, und wie gesagt, für 2 Euro gab es das. Hier gibt es ein Poster und ein Handbuch dabei. Und ja, ich glaube, auf der Rückseite, genau, der Steam-Code ist auf der Rückseite des Spiels. Der wird eingegeben sein, deswegen ist es nicht schlimm. Aber ich habe jetzt die Box und das Poster und das finde ich für meine Larry-Sammlung. Ich bin ja ein Adventure-Sammler und da fand ich das gar nicht so schlecht. Wir haben noch beim anderen Stand Adventures gefunden. Da wollte man 3 Euro das Stück haben und viele waren auch nicht aktivierbar. Und dann ist es einfach ja nur eine Hülle. Da haben wir uns dagegen entschieden. Aber hier, das wollte ich unbedingt haben und da habe ich ein Angebot gemacht und dann habe ich auch das bekommen. Und das zweite ist auch das gleiche Spiel, Leisa Suit Larry, das komplette Vergnügen. Und das Witz ist, ey, ab 18. Das Ding ist ja hier ab 16. Der Witz ist dabei, die meisten Spiele sind nicht ab 18. Aber das erkläre ich euch jetzt, denn das Schöne ist, diese Edition, ich habe sie noch nicht in dieser Version, ich habe aber auch einige Spiele, die Leisa Suit Larry Saga, beziehungsweise da sind alle Leisa Suit Larry Spiele drauf. Denn es gibt insgesamt 7 Stück. Larry 1 in 2 Versionen eben halt auch. Es gibt die Klassiker, es gibt eine Remake-Version davon und so weiter. Es gibt eigentlich zig Versionen, Teil 2, 3, 4, nee, 4 gibt es nicht. 4 ist ausgelassen worden, der ist verloren gegangen mal irgendwann. Ist aber eine andere Geschichte. 5 und 6 und 7 mit Yacht nach Liebe. Und dann haben sie hier noch Magna Cum Laude. Und das Ding ist ab 18. Das gibt es auch für die Konsolen. Das ist mit dem Neffen von Larry, der sich ein bisschen ungeschickt im Frauenaufreißen auf dem Campus sozusagen seiner Universität tut. Und wird auch von Oliver Pocher gesprochen dort. Das kam nie so gut an. Aber unabhängig davon, der Teil ist irgendwie ab 18. Und aufgrund dessen ist natürlich diese Edition auch ab 18. Denn die ersten Spiele kommen aus den frühen 80ern von Leisa Suit Larry. Ihr könnt ja hier sogar sehen, hier unten, wie sich Larry verändert hat. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ich liebe diese Reihe, auch wenn ich noch nicht alle durchgespielt habe, weil die sind ein bisschen anders. Man muss zum Beispiel beim ersten Teil noch teilweise Texte wirklich eingeben in Englisch. Das ist halt ein Text. Ein Grafik-Adventure mit Texteingabe. Naja, was hier sehr schön ist aber auch inklusive der VGA-Versionen 1 und 6, also noch alternative Versionen sind dabei. Richtig klasse. Also was heißt einfache, andere Versionen wegen der Grafikkarte. Früher war man wegen der Grafikkarte die Spiele noch ein bisschen anders angepasst und nicht immer man konnte nach Grafikkarte spezifisch EGA oder VGA Grafikkarten entsprechend die Spiele kaufen. Kompliziertes Thema. Ihr meisten habt jetzt nur noch einen PC, wo alles gleich funktioniert. Aber damals waren das ja noch andere Zeiten. Ja, wie gesagt, gab es für 2 Euro. Ist auch nicht viel drin. Hier nochmal die Werbung für das Spiel, dass es dann irgendwann rauskommt. Und eine CD. Ja, das war meine Ausbeute oder unsere Ausbeute. Das ist nicht viel, aber schöne Sachen dabei. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ja, ansonsten sagt mir euer Highlight. Bei mir sind es wirklich hier eine ganze Menge Kleinigkeiten von den DuckTales-Figuren, aber auch wieder das Transformers Monopoly-Spiel, das wir ja abgeben mussten und dann so schnell in einem noch besseren Zustand, noch günstiger gefunden haben. Das sieht man mal, ja, Karma belohnt einen. Oma Karma, ja.
die hat einen belohnt. Genau, wenn wer genaueres wissen will, der sollte sich mal My Name is Earl angucken. So, das soll es auch gewesen sein. Ich will nur anmerken, die Flohmärkte werden weniger. Es gibt nicht mehr ganz so viele. Das heißt, ihr werdet dann auch demnächst mal mehr mit Pickup-Videos zu tun haben. Und ich muss noch mal ein paar andere Sachen zusammenstellen. Ich wollte eigentlich immer noch vom letzten Jahr mal die Best-of-Funde zeigen. Vielleicht mache ich das eigentlich noch mal. Aufgrund dessen, dass auch meine Jobsituation sich ein wenig verändert hat, ich weniger Zeit momentan habe für die Videos und immer froh bin, dass ich das Sonntagsvideo wenigstens für euch schaffe. Also das wegen, ja, dauert das ein bisschen oder es wird sich wieder verbessern, alles, das kommt alles. Dass ich auch wieder schöne Sachen kommen, auch Let's Plays möchte ich wieder weitermachen. Da habe ich einiges liegen und vorbereitet und ich habe jetzt inzwischen auch ein paar Talks aufgenommen. Ja, es ist immer vieles in Arbeit. So, das soll es gewesen sein. Ich laber schon wieder zu viel. Sagt mir bitte euer Highlight und ja, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns, wenn ihr auch liked, teilt und abonniert, beim nächsten Mal wunderbar wieder. We'll be right back.